What? Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute schauen wir uns mal dieses Gerätchen hier an. Das ist ein smarter Aromadiffusor und kommt von der Firma Maxkio. Von denen haben wir ja bereits hier smarte Steckdosen mal unter die Lupe genommen und die waren eigentlich sehr okay, haben gut funktioniert. Und das Besondere hier, es steckt ja schon im Namen drin, er ist wieder smart. Das heißt, er funktioniert mit den Sprachassistenten von Amazon und Google. Und natürlich gibt es auch noch eine App-Steuerung dazu. Also, ich will ihn mal mit euch jetzt hier ausprobieren, habe ihn noch nicht getestet. Wir können hier die obere Abdeckung ganz leicht runternehmen. Dort sehen wir, dass das hier eine wundervolle Holzverarbeitung ist. Naja, okay, kein Holz natürlich, das hier ist Kunststoff, aber mit einer schönen Holzstruktur, die da drauf ist, finde ich, sieht ganz schön aus. Doch, kann man sich ganz nett irgendwo hinstellen. Da haben sie eine schöne Holzmaserung reingebracht. Für Kunststoff sieht das echt nett aus. Hier oben haben wir den Auslass, wo dann der Nebel rauskommt, denn der Aromadiffusor ist ja dafür gedacht, einmal um angenehme Gerüche zu verbreiten, wenn man dort Wasser reinfüllt mit ein bisschen Duftöl oder sowas in der Art und um die Raumluft etwas zu befeuchten, gerade für die Winterzeit. Wenn es im Büro besonders trocken ist mit der Raumluft oder auch zu Hause, kann man hiermit die Luftfeuchtigkeit etwas anheben. Das ist ja eine sehr gute Sache. Innen drin haben wir nochmal so eine zweite Kappe. Ja, die schließt dann hier die eigentliche Wasserversorgung ab, damit auch hier alles richtig reingeleitet wird. Ja, und ansonsten hätten wir hier nicht viel. Ich mache das Ding mal zur Seite und wir schauen uns mal hier den Behälter an. Hier wird das Wasser eingefüllt, maximal 400 Milliliter gehen hier rein und auf der niedrigen Stufe wird dann hier 10 Stunden Betriebszeit erreicht, also das reicht für einen ganzen Arbeitstag. Ja, und viel mehr gibt es hier gar nicht zu sehen, außer wir haben hier zwei Knöpfe, einmal für die Nebelfunktion und einmal für das Licht, denn wir haben hier natürlich LEDs eingebaut. Ihr seht, wenn ich die einschalte, 3 LEDs mit Farbwechselfunktion und ja, schauen wir nachher, was wir dort alles Schönes einstellen können. Auf der Unterseite haben wir einmal einen kleinen Lufteinzug und den Stromanschluss, das ist hier ein ja, ganz proprietärer Stecker, also kein USB, Micro-USB oder USB-C. Ne, da ist ein Netzteil mitgeliefert mit einem Kabel. Ja, ich würde mal sagen, 2 Meter Kabellänge dürfte das in etwa haben. Und das muss man dann einmal hier unten einstöpseln. Natürlich noch ein paar schöne gummierte Standfüße, damit das Ding auch sicher und stabil steht. Und was brauchen wir natürlich noch? Jawohl, etwas Wasser. Der Messbecher hier, der wird mitgeliefert. 150 Milliliter sind jetzt hier drin. Die fülle ich mal rein. Ich denke, das wird für den Test auf jeden Fall ausreichen. Dann direkt mal hier den Deckel drauf. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier funktioniert mit der App-Einrichtung. Ich habe schon mal hier reingespickt und kann euch verraten, wir brauchen unsere allseits bekannte, beliebte und schon so oft genutzte SmartLife-App. Das ist die hier in der Mitte. Wenn ihr schon mal meine Smart Home Videos gesehen habt, die wird ganz, ganz oft benutzt. Quasi die Standard-App für diese ja, chinesischen oder fernöstlichen Hersteller von Smart Home Geräten. Tja, und dann öffnen wir die App mal und versuchen mal direkt das hier alles einzurichten. Ich gehe hier oben auf das Plus und will natürlich ein neues Gerät hinzufügen. Mal schauen, ob wir hier was Schönes finden, was hier irgendwie passend ist. Nö, ich gehe mal auf Sonstiges. Nochmal auf Sonstiges und auf Gerät hinzufügen. Im nächsten Schritt soll jetzt das Gerät hier wild blinken. Hier unten blinkt auf jeden Fall mal was, also ich gehe mal auf nächster Schritt. Dann kommen wir zu den WLAN-Einstellungen und dem Hinweis, dass nur 2,4 GHz WLANs unterstützt werden. Also nochmal auf OK und dann wird jetzt hier das Gerät schon verbunden. Ja, und das hat auf Anhieb funktioniert. Sehr schön. Es ist als Aromatherapy Machine benannt. Ich nenne das mal ein bisschen anders. Bei uns ist das ja der Aroma. Ich sag nur Aroma. Komm, geht leichter nachher. Aroma und speichern. Und fertigstellen. Und ja, das war's wohl schon. Mal schauen, was ich hier machen kann. Das ist ja interessant. Okay, hier unten habe ich die Funktion Power. Wenn ich da mal drauf gehe, dann wird hier sofort, hört man auch schon, da geht der Lüfter an und ich hoffe, man kann es hier hinten sehen. Hier kommt dann auch schon ja, der ganze Nebel raus. Sehr schöne Sache. Oh, und ich kann hier einstellen, ah, okay, das ist jetzt hier noch der schwache Modus. Und dann wechseln wir mal in den starken Modus und dann wird hier noch mehr vernebelt im Hintergrund. Ich hoffe, das ist erkennbar. Okay, das können wir steuern und dann können wir
diese Vernebelungsfunktion auch komplett deaktivieren. Wir können einen Timer einstellen, wie lange das Ganze laufen soll, 1, 3 oder 6 Stunden, und dann wird automatisch abgeschaltet. Wir können hier nochmal planen, und zwar separat Licht und dann diese Vernebelung, wann das losgehen soll, wann das wieder aufhören soll. Da könnt ihr euch eigene Pläne zusammenstellen, eigene Zeitpläne, und das für Licht und für Vernebelung, sehr schön. Dann hätten wir nochmal hier natürlich die Lichtfunktion, das ist ja mit eingebauten LEDs, und ich schalte mal ein. Ah, es ist an, und dort können wir dann hier mal schauen, fixed. Ah ja, okay. Wir können hier nochmal ganz separat einstellen, welche Farbe hier angezeigt werden soll. Entweder ja ganz normal die ganze Zeit. Wir können die Helligkeit ändern, hoch und runter schrauben. Oder wir können auch die Nachtlichtfunktion dann hier nutzen. Dann wird das alles schön schwach beleuchtet. Oder wir können hier auf Gradient gehen. Dann haben wir einfach einen schönen Farbwechsel, der hier immer durchläuft. Ja, das hat doch schon mal problemlos funktioniert. Also die App-Steuerung, die klappt sehr, sehr gut. Natürlich können wir das Ganze hier auch über die Knöpfe steuern. Also einmal drücken, dann geht hier der schwache Modus an. Nochmal drücken, dann kommt der starke Vernebelungsmodus. Und bei Licht können wir hier natürlich die Lichter dann dementsprechend einstellen. Aber Freunde, es geht uns ja ganz, ganz entscheidend darum, ob das hier auch gut mit dem Sprachassistenten funktioniert. Und dafür gehen wir direkt nochmal in die App, in die Alexa-App rein. Gehen in den Punkt Skills und Spiele. Gehen dort einmal auf Suchen und suchen Tuya Smart Skill. Das ist der hier oben, der orangene Tuya Smart. Einmal drauf gehen und den Skill aktivieren, und dann schauen wir mal, ob wir dann hier unsere Aromalampe auch finden. Und dafür wechseln wir in den Gerätebereich. Ich gehe hier oben nochmal auf Plus, auf Gerät hinzufügen. Und ich denke, ich muss auch hier nochmal Sonstiges auswählen und dann Gerät suchen. Dann warten wir mal ab, ob das hier auch gefunden wird. Da hinten könnt ihr sehen, dass hier der Echo Dot am Suchen ist, denn der Ring, der ist am Kreisen. Tja, und während der sucht, kann ich euch noch kurz verraten, wir können mit dem Sprachassistenten die Lichter hier nicht steuern. Wir können das Gerät nur ein- und ausschalten. Also so viele Funktionalitäten wie über die App haben wir dort leider nicht. Aber ist ja schon mal cool, dass man das so ja in das Smart Home Gefüge einbinden kann und dann auch hier ein bisschen für gute, angenehme Gerüche und eine gute Luft sorgen können. Finde ich sehr schön. Natürlich, das Ganze muss erstmal hier noch funktionieren. Ich finde die Dinger ja immer toll hier mit dieser Ultraschall-Technologie, wo hier der Nebel erzeugt wird und alles wird dann so schön vernebelt. Immer wieder faszinierend. Wir gucken nachher noch mal kurz rein. Wird eine kleine Schweinerei, aber sieht immer sehr, sehr schön aus. Many hours later. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ich bin begeistert, Freunde. Ich habe hier einen deutlichen Schnitt machen müssen, denn ich hatte echt Probleme. So wie das in der Anleitung hier steht, hat es nicht funktioniert mit der Verbindung. Ich habe hier also den Skill immer wieder aktiviert, deaktiviert, aktiviert, deaktiviert, und er hat das Gerät hier einfach nicht gefunden. Und ich sage euch mal, wie ich das jetzt hier gelöst habe. Ich habe zum einen ja das Gerät nochmal neu eingerichtet, und zwar mit der Tuya Smart App. Das funktioniert im Prinzip ganz genau so wie schon mit der Smart Life App. Genau die gleiche Einrichtung, genau das gleiche Bedienermenü. Und dann bin ich nochmal hier in den Amazon Alexa, in die App reingegangen, habe dort nochmal die Tuya Smart App deaktiviert, nochmal aktiviert, dann separat ausgewählt, dass die sich hier mit der Tuya App koppeln soll, und dann wurde das Gerät auch gefunden als Sonstiges. Meine Güte, also das war wirklich nicht einfach. Da müssen Sie unbedingt noch mal dran arbeiten. Sehr frustbehaftet hier die Einrichtung. Aber wir machen es jetzt mal weiter. Jetzt habe ich mein Gerät hier gefunden. Ich könnte es in eine Gruppe einfügen, will ich aber nicht. Aroma ist eingerichtet und bereit zur Verwendung, um es zu steuern, sagen Sie. Okay, also jetzt sollte es auch funktionieren. Also schauen wir mal. Ich stelle es mal ein bisschen weiter hier rüber und sage: Alexa, Aroma einschalten. Okay. Jo, funktioniert. Und mal schauen, ob wir noch was anderes machen können. Alexa, Aroma 100%. Aroma reagiert gerade nicht. Okay, das geht nicht. Alexa, Aroma Licht ausschalten. Okay. Okay, also separate Lichtsteuerung geht nicht. Alexa hat jetzt hier den Diffusor komplett deaktiviert. Aber immerhin, wir können es steuern. Aber noch besser geht es eigentlich hier mit der App, also zumindest mit noch mehr Funktionen. Aber ich bin ja schon froh, dass es überhaupt jetzt hier mit Alexa funktioniert hat.
Und zum guten Schluss, Freunde, schauen wir nochmal hier rein, wie das denn aussieht, wie hier vernebelt wird. Das spritzt dann immer ein bisschen, ist aber egal, macht Spaß. Alexa, Aroma einschalten. Okay. Da kann man sehen, da wabert der Nebel und da hinten, da ist der kleine Ultraschallgenerator, der dann eben hier das Wasser so stark vernebelt, ja, dass es Nebel ist. Und dann kommt eben hier oben dann unser Nebel raus. Also Leute, mehr gibt es zu dem Gerätchen hier nicht mehr zu sagen. Ich muss sagen, die Optik, die gefällt mir gut. Die Einrichtung mit der App, die war echt einfach und hat sehr gut funktioniert. Aber die Einrichtung hier mit unserer guten Alexa, das hat leider alles andere als problemlos funktioniert. Sehr frustbehaftet, da müssen Sie unbedingt nochmal dran arbeiten. Ansonsten ein schönes Produkt in Holzoptik hier mit LEDs. Man kann es natürlich auch über die Knöpfe steuern. Man hat viele Möglichkeiten, Knopfsteuerung, App-Steuerung oder Sprachsteuerung. Auf jeden Fall eine interessante Sache, um das Smart Home zu erweitern, wenn man es erstmal geschafft hat. So Freunde, ich verlinke euch das Produkt wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Knapp 40 Euro kostet das Ding. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ob ihr sowas brauchen könnt für den Winter, der ja bald schon wieder kommt. Ne? Der Sommer, der ist ja so gut wie vorbei. Aber egal, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Mi Apple Cat.